Und ein Eiswolf. Das passt zum ganzen Thema. So, aber wie wir es uns im Turm angewöhnt haben, im Moment vor und nach Fallen suchen. Ja, okay. Oder wir gehen einfach auf die Gegner los. Bisher haben wir noch keine Falle gefunden. Was mich hoffen lässt, dass wir hier schnell durchkommen. So, im Moment such nach Fallen. Und ich höre so ein Summen oder Surren im Hintergrund. Weg. Ah, Furcht. Okay. Gut platziertes Furchtbannen müsste helfen. Sieh einer an. Ich spürte eine Luftbewegung. Und da seid ihr. Aber ihr seid etwas ganz Neues. Sagt mir, mein Freund, wie kommt ihr an diesen Ort? Du siehst nicht sehr freundlich aus. Sicherlich auf dem gleichen Weg wie ihr. Warum erzählt ihr mich nicht eure Geschichte? Dann sehen wir, ob meine die gleiche ist. Ihr seid nur wieder so ein Dummkopf, der beim Teleportieren eingefangen wurde. Dieser Ort scheint ein mächtiger Magnet zu sein. Wenn jemand mächtig genug ist, sich ohne Fehler über einen Ozean zu teleportieren, besitzt man anscheinend auch genügend Macht, um gefangen und hierher gebracht zu werden. Es ist dieser Ort, der daran schuld ist. Scheint Energie einzufangen. Da brauche ich wohl gar nicht ernst zu sagen, dass das Verlassen der Insel durch magische Kräfte völlig unmöglich ist. Ihr werdet euch an die Diät aus Seevögeleiern gewöhnen müssen, wenn ihr überleben wollt. Und ihr habt die Rolle des Begrüßers auf dieser Insel übernommen? Wohl kaum. Was wollt ihr? Was ich will? Was ich will? Ja, von diesem Ort befreit sein. Egal, ob dieser Ort nun ein Streich, Test oder natürliches Phänomen ist. Ich brauche einfach mehr Zauberkraft, um zu entkommen. Wenn ihr doch die Güte hättet, mir alles zu geben, was ihr bei euch habt. Ich wäre auf ewig dankbar. Wir sollen dir Zauberkraft geben? Ja, okay, ein bisschen Magie wird man bestimmt aus den magischen Artefakten rausziehen können, aber... Was? Aber warum? Wir können uns da sicherlich auf einen Kompromiss einigen. Warum? Ich glaube, ich kann die Anziehungskraft des Ortes überwinden, wenn ich erst genug Zauberkraft beisammen habe. Ihr mögt Gegenstände bei euch haben oder ihr selbst könnt verheizt werden. Ist mir egal, wie herum. Und jetzt habe ich genug geredet. So, da ist gleich noch einer. Oder ist das ein Doppelgänger? Ne, hier scheint noch einer zu sein. Na gut, einfach rauf da. Das ist nur ein Magier. Sobald wir im Nahkampf sind, haben wir gewonnen. Du machst mal Magie brechen, dann ist der Schutzschild weg. Wenn es gut läuft, dann es läuft nicht gut. Doch, es lief sogar perfekt. Haha, wie geil. Ja. Er hat zwei oder drei von unseren Charakteren verwirrt. Aber das Magiebrechen war schon in der Luft und hat sie wieder befreit. Das ist doch schick. So, alle weiter auf den. Und du bist dahin gesprungen. Oh, da sind noch ein paar mehr. Das sind alles Magier. Alle springen. Ja, okay, diese... Au, 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 au. Genau, einfach bei jedem einmal draufhauen, damit nichts durchkommt. Magisches Geschoss. Uffala. Ja, also ist definitiv machbar. Selbst wenn sie in so großen Gruppen kommen. Aber es kann nervig werden. Das heißt, wir sollten darauf achten, immer den Schutz vor Furcht aufrechtzuerhalten. Immer schön maximale Lebenspunkte haben, falls wir in zu viele Feuerbälle geraten. Und dann dürften wir das gut schaffen. Aber ich heile erstmal kurz hoch, das mache ich im Zeitraffer und wir sehen uns dann gleich wieder. So, das sollte erstmal genügen. Schauen, was sie dabei haben. Ein Stab der Furcht. Macht Sinn, das haben sie auch sehr häufig benutzt. Das wird wahrscheinlich noch wieder eine einfache Robe sein. Wo
ist der andere gestorben? Hier waren noch mehrere. Da. Na, was hakst du so komisch? Oh, eine Schriftrolle. Tagebuch von Andres von Iraibor. Wünschte, ich hätte mehr Papier zum Schreiben, habe aber viel verbrannt für ein wenig Wärme. Viel gibt es ohnehin nicht zu berichten, und so hinterlasse ich dieses bisschen Geschreibsel für den, der meine Leiche finden mag. Denn nur in diesem Zustand wird das Blatt von mir getrennt. Wisset, dass Andres euch verflucht, weil ihr am Leben seid, und dass ich, sollte ich je in irgendeiner mörderischen Form zurückkehren, euch verfolgen werde. Schon allein deshalb, weil ihr meinen verwesenen Körper gesehen habt. Da ist jemand ein bisschen eitel, ha? Das wäre also gesagt, und ich hoffe, dass wer auch immer dies lesen mag, dasselbe Schicksal erlitten hat wie ich. Solch demütigender Zustand. Da steht mir nun so viel Macht zur Verfügung, und ich kaure vor einem Feuer aus Dung und lebe von Robbenspeck. Die Kräfte dieses Ortes haben keinen Respekt vor meiner Person, meiner Macht. Ich habe Bestien mit einem Streich gemordet, die dreimal so groß waren wie ich, und ich flog wie ein Vogel über die Weltmeere. Hier wird mir eine Zauberkraft in die Erde gesogen, und ich bin genauso gefangen wie die anderen um mich herum. Einige sind entkommen, und ich schwör's, ich werde Jagd auf sie machen und ihnen ihre Macht abnehmen. Da sie können, was ich nicht vermag, müssen sie in der Tat mächtig sein. Ich verfluche sie für ihre Flucht, ich verfluche diesen Ort, und ich verfluche, dass ich nicht die Macht besitze, ihnen zu folgen. Gezeichnet Andres von Iriabor. Ja, brauchen wir nicht. Scheint ein sehr deprimierender Ort zu sein. Gut, dass wir diesen... Genau, den Stein hier haben, mit dem wir hier hoffentlich wieder wegkommen. Chandalas Schlüsselstein. Den dürfen wir auf keinen Fall verlieren. So, jetzt aber wieder alle zusammen. Und wir speichern noch einmal ordentlich ab. LP. LP 78. So, dann kann Imona wieder vorgehen. Wo gehen wir überhaupt lang? Wir können... Da kommen wir her. Da ist eine Sackgasse. Also da lang, da lang. Oder da lang. Gehen wir da lang. Immer schön rechts an der Wand lang. Ein Grundsatz bei Labyrinthen. Und alle Fallen entschärfen. Nur für den Fall, dass irgendjemand mal einen anderen Weg gehen will, als ich das will. So, wo eine ist, können mehr sein. Also bleibst du kurz da stehen. Der Rest orientiert sich schon mal in der Richtung. Okay. Ja, das ist doch übersichtlich, oder? Schauen wir mal. Wie gesagt, wieder ein super Ort für Blitzpingpong. Also ich hoffe, wir werden uns nicht allzu lange hier drin aufhalten müssen. Und es hat nicht zu viele Etagen. Aber bisher scheint ja es recht machbar zu sein. Also die Eiswölfe waren Lacher. Und die Magier, die waren schon ein bisschen härter. Aber wenn man da taktisch vorgeht, also möglichst schnell in den Nahkampf geht und sie unterbricht, können Magier eigentlich nichts. Worauf wir nur achten müssen, ist halt das Furchtbannen. Oder wie heißt es genau? Doch, Furchtbannen. Dass wir das immer hoch haben, wenn wir in den Kampf reingehen. Weil das scheinen sie hier öfters zu werfen. Zumal die auch die Stäbe haben, um das zu zaubern. So, dahin. Wie lange hält er eigentlich? Wirkungsdauer eine Stunde. Na gut, eine Stunde geht im Spiel recht schnell rum. Deswegen nehmen wir mal Segnung weg, das benutzen wir recht selten. Obwohl, nee, benutzen wir doch recht häufig. Also eine leichte Heilung weg. Dafür die Segnung wieder und nochmal furchtbar. Ändert sich hier irgendwas? Wie lange hält der? Eine Runde pro Stufe. Hm. Nee. Na gut. Immorin hat immer noch keine Falle gefunden. Ist ein sehr leerer Dungeon irgendwie. Aber soll uns ja nur recht sein. Wir wollen nur einen Umhang haben, dann sind wir schon wieder draußen.
Auch wenn noch so ein, zwei magische Gegenstände zum Verkaufen oder zum Benutzen nicht schlecht wären. Weil unser Goldvorrat ist ja schon wieder beachtlich gesunken. Na gut, dafür sind wir gut ausgerüstet. Ich meine, bis sie die Pfeile alle verschossen hat. Und Düner hier und Shahira ihre Steine. Das dürfte eine ganze Weile dauern. Ja, eigentlich sollte nur Imrin vorgehen, nicht du auch. Ein langer Gang. Wofür sind lange Gänge gut? Ah, Gattchen. Warum kann mir sowas nicht früher auffallen? Ja, schön hin und her, ohne dass einer getroffen wird. Ihr sollt da rausgehen. Ihr wisst schon, raus. So. Aber ja, jedes Mal, wenn wir auf einen langen Gang treffen, ist da irgendwo eine Blitzfalle, damit der Blitz einmal ganz durchrauschen kann und jeden treffen. Aber diesmal lief es ja noch ganz gut. So, du sollst weiter nach Fallen gucken. Der Rest bleibt jetzt erstmal hier in der Ecke stehen und wartet. So. Ein Gang zu Ende, der nächste lange Gang fängt an. Und ich höre irgend so ein elektrisches Surren im Hintergrund. Und das dürfte nicht mein Computer sein. So, nicht entschärft, nicht entschärft, nicht entschärft, das ist doof. Girogon, komm mal her. Wir testen jetzt mal, ob es eine Einwegfalle ist oder nicht. Der Rest kann auch schon wieder hochrücken, bis kurz vor die Ecke. Geht auch hoffentlich alle den richtigen Weg. Ja. So, du läufst jetzt da einfach rein. Ein Feuerball. Kannst du mit deinen 7 Meilenstiefeln einem Feuerball weglaufen? Nein, du bist nicht mal einen Schritt weit gekommen. Aber gut, das schien nur eine Einwegfalle gewesen zu sein. So, immer wieder vor. Ein verkokelter Girogon wieder nach hinten. So. Hier ist wieder das Surren. Haltet alle Waffen und Zauber bereit und Hihihi, ha, sagt he, sie he. mit Ja, ich verstehe schon, was ich sagen will. Schon lange hier. Ja, wir werden ihn nicht Freund nennen. Er ist anscheinend verrückt, sonst würde er nicht so viel kichern. Nein, und ich denke auch nicht dran, lange hier zu bleiben. Nein, nein, niemand will. Niemand hier will das, niemand. Dachtet ihr wirklich, ich wollte hierher? Dachtet ihr, ich wollte hier jahrelang herumhängen? Ich, Telan Altrua, einst der aufgehende Stern von Tethyr? Nein, nein, hihihi, ich doch nicht. Gebt mir den Schlüsselstein da, Butterblümchen, oder ich rupf euch die Blütenblätter einzeln aus und lass euch verrotten. Ja. Irgendwie sind alle Magier hier ganz schön arrogant und meinen, sie wären so mächtig. Und trotzdem hängen sie fest. Das ist irgendwie komisch. So, alle rauf da. Und Düner hier bist schon Sichtweite. Machen Magiebrechen auf den arroganten Magier da. Oh, und Minsk hat da ja noch was Lustiges. So, und eigentlich wollten wir ja Furcht bannen aufrechterhalten, nicht wahr? Das war jetzt nicht so sinnvoll. Erst Furcht bannen zu sprechen, obwohl die doch die 3 haben es bekommen. Ah, das war knapp. Jupp. Jetzt dürfte eigentlich kein Zauber mehr durchkommen. Erstmal weil alle draufschlagen und weil er noch seine Anti-Magier-Axt benutzt, der die Sprüche zu 80% unterbrechen lässt. Was habe ich gesagt? So, du weg, du weg, du weg und er stirbt an seinem eigenen Blitz. Dringend die Hilfe eines Heilers. Hatten wir dir nicht extra den Helm gegeben, damit du das nicht hast? Das ist komisch. Also eigentlich dürfte er ja nicht mehr in Panik verfallen mit dem Helm. Aber Karl ist so ein Punkt, dass er es trotzdem tut. Na gut, ein Magier weniger. Der trotz der komischen Axt und 3 Kriegern, die... Oh, sie kann sich inzwischen in Bären verwandeln. Daran habe ich ja gar nicht gedacht bisher. Also trotz der 3 Krieger, die auf ihn eindreschen und einer Axt die Zaubersprüche unterbricht.
Also nehmen wir jetzt wieder die Zweihand, das Zweihandschwert, das macht wenigstens ein bisschen mehr Schaden und unterbricht dadurch dann vielleicht besser.